Hallo, ich bin der Rainer und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Denn ihr wollt ja bestimmt wissen, wie die Wandhalterung für dieses Monsterteil, diese 2 Meter Kratzsäule aussehen soll. Oder aussehen wird. Ehrlich gesagt, ich würde das auch gern wissen. Aber so ist das halt beim kreativen Basteln. Da weiß man am Anfang nie, was am Ende dabei rauskommt. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei diesem Video. Falls ihr dieses Video von dieser Kratzsäule noch nicht gesehen habt, ich verlinke euch das mal hier oben. Oder wie gesagt, unten in der Videobeschreibung könnt ihr mal angucken, wie ich halt diese Kratzsäule gebaut habe. Geht ganz einfach und ganz simpel, kriegt man eine hochwertige 2 Meter lange Kratzsäule für Katzen hin. Also viele spannen ja diese Kratzsäulen zwischen Boden und Decke einfach ein. Mag ich nicht so, weil die Bodenplatte, die ist halt immer ein Schmutzfänger und das ist immer irgendwie schmutzig. Deswegen wird die komplett an die Wand angebracht. Zum einen kann man da unten drunter putzen und die Katzen können sich halt oben drauf hinlegen, weil da soll eine Liegefläche hin. Als Hobbybastler habe ich immer ein Problem. Ich kann nie was wegwerfen. Aber ich glaube, das kommt mir jetzt zugute. Denn so eine Halterung für die Wand sieht ja immer so aus. Ich habe hier ein Brett, das kommt an die Wand. Ein Brett, das kommt dann im rechten Winkel da dran. Und da drauf oder da drunter kann ich dann was hängen oder stellen. Jetzt bei dieser Gewicht von dieser Kratzsprosse, die wiegt alleine 12,5 Kilo. Da kommt noch eine Katze drauf, die kratzt dann auch noch oder springt da hoch. Dann kommt noch eine dynamische Belastung dazu. Dann kriegt man das so nie ans Halten. Also muss man das hier verstärken. Und da könnte ich ja so einen Winkel einbauen. Der passt jetzt von den Maßen her nicht. Aber aus einem anderen Projekt, wo ich mal runde Catwall-Podeste gebaut habe, habe ich noch diese Löcher übrig. Und von diesen Löchern kann ich ja mir hier einen entsprechend passenden Winkel raussägen. Aus einem anderen Projekt habe ich noch eine Ellipse übrig. Und die nutze ich als obendrauf von der Kratzsprosse als Liegefläche. Also gehe ich mal sägen und säge mir die Einzelteile zurecht. So, fertig mit den Einzelteilen. Wie schaut's aus? Also dieses Ding kommt an die Wand. So, dann kommt das da unten dran. So, hoppala. Da ist eine Nut drin, hier. Das da rein. Wie gesagt, das ist der untere Halter, damit das dann nicht kippt. Kommen hier diese Haltewinkel dran. So.
und das trägt dann die Sprosse, hoffe ich. Das gibt den oberen Halter. Den halten wir nochmal weg. Das gibt den oberen Halter. Wie gesagt, gleichzeitig eine Liegefläche dann, die oben drauf kommt. Das kommt an die Wand. So. Und weil das auch eine große Länge ist, machen wir hier noch halt so einen Winkel dran. Kann man sehen? So. Das ist dann der obere Halter. Ne, mit Liegefläche. Bauen wir mal zusammen. Und hier die Nut, die leimig, könnt ihr irgendwas sehen. So, wird ein bisschen mehr in die Mitte kommen hier. Schön in die Mitte. So. Mittel da rein. Und damit ist der obere Halter fertig. Den müssen wir ein bisschen Leim noch wegmachen. Dann machen wir mit einem nassen Lappen. Ja. Sollte halten. Machen wir den unteren Halter. Wieder Leim in die Nut. Leim auf die Stirnseite. Einführen. Voilà. Damit ich hier den richtigen Abstand habe, habe ich hier, ne, genau ein Brett dazwischen. Das hält mir genau die Dinger hier, die Winkel an der Seite. Dann brauche ich nicht mal zu gucken, ob das wackelt oder nicht. Der dürfte jetzt auch stabil sein, um die Kratzsäule zu tragen. Ne? Hier kommt an die Wand. Hier von oben. Ja, und hier zwischen. So, dazwischen kommt dann die Säule. So, wie immer bei den Bauteilen im Tierheim, damit er nicht so trist aussieht, so braun und beige,
Machen wir die Kanten wieder bunt. Deswegen habe ich hier auch geschliffen. Habe die Kanten abgerundet mit dem Abrundfräser. Und ja, jetzt machen wir sie bunt. Mit Pulverbeize. Habe ich ja schon mal gezeigt. Ist wie gesagt wasserlöslich. Ganz einfach zu handeln. Kann man auftragen mit Pinsel, Schwamm oder wie ich mit dem Lappen. Wichtig dabei Handschuhe anziehen. Sonst werden die Finger bunt. Ja, und so wird die Kante halt in dem Fall blau. Wichtig dabei bei dieser Pulverbeize, die ist nicht oberflächenhart. Deswegen muss man hinterher die Oberfläche noch ein bisschen schützen. Ich mache das mit Hartwachsöl. Man kann auch lackieren. Wichtig dabei für die Katzen halt kein lösungsmittelhaltige Substanzen nehmen. Und dieses Hartwachsöl ist Leinöl basierend, kann nichts passieren. Wie gesagt, auch die Pulverbeize ist wasserlöslich. Auch da eigentlich keine Chemikalien dran, sind einfach nur Farbpigmente. Und der obere Halter ist jetzt rot. Der von oben, der von unten. Morgen, wenn es trocken ist, Öl dran und dann probieren wir das Ganze mal aus. Es hat alles etwas länger gedauert wie gedacht. Also die Halterungen habe ich jetzt, nachdem ich die gestern gefärbt habe, habe ich die heute Morgen geölt, sodass die Oberfläche halt ein bisschen geschützt ist. Aber jetzt ist es schon so spät, dass ich das nicht mehr zum Tierheim bringen kann. Und ich wollte aber ein fertiges Ergebnis zeigen. Deswegen habe ich mir überlegt, um euch das zu zeigen, wie das fertig aussieht, baue ich das Ganze hier an der Katzenwand für alle Fälle einmal auf. Und auch zu testen, ob das Ganze denn hält. Also, machen wir mal. Machen wir die Platte ab, die wir ja provisorisch dran gemacht haben. Dann machen wir den Halter da dran. Jetzt nur ein Provisorium. Darum baue ich jetzt die Kratzsprosse provisorisch hier auf so einem Brett fest. Kann man das sehen? Ja. Einfach nur so provisorisch. Jetzt auch hier anbauen können, dass wir ein bisschen Platz schaffen. Ein bisschen auf Seite rücken. So. Und dann hängen wir sie dahin und hoffen, dass sie hält. Wunderbar. Sollte halten. So sieht sie aus. Könnt ihr gar nicht sehen.
die hängt jetzt nur provisorisch hier in diesen French Cleat, nee, darf man nicht mehr sagen, in diesen Keilleisten. Und ist extra so weit von der Wand weg, damit die Katzen halt, manche laufen gerne in Spiralen hier oben hoch und auch damit die oben eine größere Liegefläche haben. Von da aus können sie dann irgendwie weiter auf den Catwalk gehen im Tierheim. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Like da oder bei Fragen einfach fragen. Unten in den Kommentaren beantworte ich gerne. Und bevor ich mich verabschiede, noch ein kleiner Hinweis. Falls es euch interessiert, was das hier für eine geniale Katzenwand ist. Das ist nämlich die Katzenwand für alle Fälle. Ich verlinke euch das hier im Abspann mal. Da könnt ihr mal sehen, wie ich die gebaut habe. Und ansonsten bleibt mir nur noch, mich zu verabschieden. Tschö, sagt der Rainer.